Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Das Spiel im Seestadion gegen Memming ist vorbei. Leider haben wir 1-2 verloren. Trotzdem stellt sich Daniel Weber unseren Fragen natürlich. Daniel, Fazit nach dem Spiel, 1-2 verloren? Ja, katastrophal. Wir haben wieder mal ein gutes Spiel gemacht, vor allem in die ersten 60 Minuten. Dann legen wir dem Gegner leider das Tor auf, selber, aus einem ganz naiven Ballverlust. Und dann, ja, dann passiert es halt, dann verlierst du aus der Aktion auch noch einen Spieler. Flo Meier, der muss danach raus, weil er mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, dann 5 Minuten später Michi Weicker mit Verdacht auf Kreuzbandriss. Also heute ist ein äußerst bitterer Tag. Und ja, nutzt leider nichts. Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwie aufrichten und schnell wieder weitermachen, weil Anschluss finden kann man noch. Aber wir brauchen wieder das Glück ein bisschen mehr auf unserer Seite. Du hast ja vor der Saison gesagt, dass du immer spielerisch gerne die Spiele bestreiten willst. Was wir in der Saison ja immer auch gemacht haben. Aber vorne fehlt ein Quäntchen Glück. Muss man vielleicht jetzt auch in den letzten Spielen Hauruck machen und gucken, dass die Tore erzwungen werden? Ja, aber erzwingen kannst du nur was, wenn du in die gewisse Zonen auch mit dem Ball halt kommst. Und die stellt der Gegner gegen uns halt auch teilweise gut zu. Dann haben wir halt auch äußerst viel, kein Schussglück. Jetzt in der zweiten Halbzeit Gerrits Ball auf den langen Pfosten, dann grätscht in der Mitte einer rein, dem springt er über den Fuß drüber. Also es sind halt so knappe Geschichten, die du eigentlich dir wünschst, dass die auch mal reingehen. Also ich glaube, wir produzieren eigentlich genug Chancen im Spiel. Auch in der ersten Halbzeit heute, ich glaube, haben drei große Kopfballchancen. Zwei gehen mitten aufs Tor, obwohl er sich eigentlich das Eck aussuchen kann. Und so Sachen sind halt einfach fatal. Im Training fragt er dich, wo der Torwart ihn hinhaben will. Und im Spiel köpft dann Torwart genau auf die Brust. Und das sind halt so Dinge, da müssen wir dran arbeiten, dass die irgendwie besser werden. Und oft fehlt halt das Quäntchen Glück. Da du gerade arbeiten sagst, jetzt haben wir ja eine Woche wieder Zeit, Training. Wie gehst du das Training an? Wie baust du die Jungs auf? Und wie gehst du auch vielleicht das anders mal wieder so schön ein Tor vielleicht rausgespielt wird oder dass sie wieder das Selbstvertrauen haben und auch mal Dinger machen wie in der Hinrunde, wo man nicht mit rechnet, dass die Dinger reingehen? Ja, also da muss ich jetzt auch erstmal wieder 2 Tage ein bisschen runterkommen und das Spiel sacken lassen und mir gewisse Sachen vielleicht auch nochmal angucken. Ich denke mal, jedes Mal, der Matchplan war die letzten Wochen immer gut. Die Spielweise ist auch gut. Also wir mischen zurzeit ganz gut mit viel Druck über die Flügel, mit auch mal guten Szenen durch die Mitte, mit ganz guten Flanken. Also eigentlich machen wir da vieles richtig. Wir kommen halt nur vorne nicht an den Abwehrspielern so vorbei, dass du halt mal ein einfaches Tor machst. Dann sieht es halt immer sehr schwierig aus und bedarf dann auch eines wirklich krassen, guten Schusses, um dass er im Netz zappelt. Und so ein Glück wie beim 2-1 haben wir halt irgendwie selten, dass der Torwart sich mal verschätzt und den Ball unterläuft und der Tobi halt über ihn drüber köpft, weil das war mal gar keine Chance eigentlich. Wir versuchen uns jetzt ein bisschen zu sammeln, die nächsten 2 Tage, dann am Dienstag wieder zu trainieren und dann uns auf Fürth vernünftig vorzubereiten, weil, wie gesagt, solange der Zug nicht abgefahren ist, versuchen wir drauf zu springen. Wunderbar, mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Probier du dich jetzt kurz zu regenerieren und am Dienstag dann wieder die richtigen Worte zu finden, dass die Mannschaft gegen Fürth auch richtig wieder eingestellt ist, wir wieder ein spannendes Spiel auch sehen. Spannende Spiele haben wir jede Woche. Richtig, aber ein spannendes Spiel auch mal zu unseren Gunsten und ich hoffe, in Fürth klappt es auch wieder. Danke dir dafür. Bitte, bitte. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder das nächste Mal einschalten. Auf Wiedersehen.